Derby-Stimmung am Freitagabend. Sechster Spieltag der Verbandsliga Gruppe Mitte. Der FC Erdersheim empfängt den Tabellenführer aus Zeilsheim. Die Gäste sind mit 13 Punkten ungeschlagen auf Platz 1 und wollen ihren Siegeszug gegen den Lokalrivale Erdersheim fortsetzen. Doch auch die Heimmannschaft hat aktuell einen Lauf und gewann die letzten drei Spiele. Dies lag nicht zuletzt an ihrem Top-Torjäger Tugay Akbulut, welcher in den vergangenen drei Partien mit 6 Treffern einen großen Teil dazu beigetragen hat. Vor mehr als 350 Zuschauern beginnt Erdersheim mit viel Druck nach vorne. Die erste Chance des Spiels gehört dann auch den Gastgebern. Henrik Dechert setzt sich gut durch, doch trifft den Ball nicht richtig. Dechert auch in der nächsten Szene im Fokus. Keeper Reining steht zu weit vor der Kiste und kann von Glück sprechen, dass der Schuss des Erdersheimers das Tor verfehlt. Knappe 10 Minuten gespielt und Erdersheim lässt nicht locker. Jetzt muss Reining auch das erste Mal eingreifen. Er zeigt, warum er früher mal für die U19 der Frankfurter Eintracht spielte. Der FCE jetzt überfallartig mit Kapitän Niklas Rottenau. Der sieht Akbulut, unfreiwilliger Doppelpass mit dem Gegner und wie aus dem Nichts das 1:0 in der 15. Minute. Der 1,65 Meter große Deutsch-Türke ist eine echte Tormaschine und zeigt, dass etwas Gefühl manchmal mehr bringt als nur rohe Gewalt. Wenn er so weitermacht, knackt er mit Leichtigkeit seine 26. Saisontreffer aus der letzten Saison. Was macht Zeilsheim eigentlich? Ausgerechnet der ehemalige Erdersheimer Leonardo Bianco mit der einzigen Bemühung, Gefahr auszustrahlen. Erdersheim bleibt am Drücker, Akbulut über rechts mit der Flanke. Die kommt zu Scholz, doch der Schuss wird vom jungen Serhan Karabas abgeblockt und noch auf der Linie geklärt. Die Erdersheimer reklamieren Handspiel und in der Wiederholung sehen wir, sie haben recht. Fehlentscheidung, aber Schiedsrichter Maximilian Rother lässt weiterspielen. Zeilsheim weiterhin nur in der Defensive und der einzige Grund dafür, dass es lediglich 1:0 steht, ist ihr starker Keeper Dominik Reining. Letztes Jahr im Sommer aus den USA zurück nach Deutschland gekommen und auf dem Platz hellwach. Mit einem 0:1 Rückstand geht die Amstetter Elf in die Kabine. Wird die zweite Hälfte besser? Seitenwechsel. Wir springen in die 60. Minute. Akbulut inzwischen ausgewechselt. Jetzt müssen es also die anderen richten. Langer Ball auf Scholz. Scholz auf Rottenau. Der mit der Hacke zurück zu Scholz. Abschluss. 2:0. Und wie? Zu zweit die komplette Zeilsheimer Abwehr verzaubert. Mehr als verdient erhöht Alexander Scholz zum 2:0. Letzte Saison noch aus der Hessenliga mit Viktoria Kelsterbach abgestiegen, jetzt auf Torjagd mit dem FC Erdersheim. Vor zwei Wochen gegen Dorndorf mit einem Hattrick und heute wieder erfolgreich. Der Treffer zeigt Wirkung bei Zeilsheim. Endlich mal wieder Torgefahr vor dem Tor von Pero Miletic. Erst knapp über die Latte, dann stark den Winkel verkürzt. Der 34-jährige Neuzugang aus der Hessenliga bleibt heute fast beschäftigungslos. 5 Minuten noch, Zeilsheim ist platt und Erdersheim ist noch gierig. Die Rottenau-Brüder im Zusammenspiel. Der Ball trudelt durch den 16er, die endgültige Entscheidung. Hüseyin Mefkic mit dem 3:0, Deckel drauf. Der 30-jährige Rechtsfuß aus Bosnien schiebt den Ball gegen die Laufrichtung von Reining. Letzte Saison nur 2 Treffer für Erdersheim, diese Saison bereits einmal im Pokal erfolgreich und jetzt auch in der Liga. Zeilsheim muss sich mit einer enttäuschenden Leistung geschlagen geben. Das 0:3 in der Höhe auch vollkommen angebracht. Auf der anderen Seite kann Trainer Ruven Leopold mit der Leistung seines Teams nur zufrieden sein. Dementsprechend ausgiebig werden diese 3 Punkte auch gefeiert.